Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 19 Torwartkarriere hier mit Greuther Fürth. Ich nehme diese Folge direkt hinter der letzten Folge auf. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, einfach mal rechts um am i abchecken. Ich habe keine Ahnung, was mit Fürth los war. Jedenfalls haben wir zwei Kantersiege letzte Folge hingelegt. Das war mega, mega krass. Diese Folge, ohne lang zu schnacken, dass sie auch wieder ein bisschen kürzer wird, probieren wir einfach genauso gut zu spielen. Ihr könnt mich natürlich kostenlos abonnieren, wenn ihr das wollt, möchte ich nur dazu gesagt haben. Zweiter Link in der Videobeschreibung, könnt ihr auch gerne spenden. Das habe ich schon mal in einem der anderen Videos gesagt. Ich will mir eine externe SSD kaufen und ein bisschen Arbeitsspeicher noch, extra Arbeitsspeicher. Und wenn ihr mir jetzt spendet, hier unter diesem Video, nicht im Livestream, wenn ihr mir im Livestream spendet, könnt ihr natürlich auch machen, dann werdet ihr eingeblendet und ich kann euch dann auch direkt grüßen. Aber wenn ihr jetzt spendet, dann kann ich euch auch hier im Video grüßen. Also wenn ihr jetzt spendet, hier unter diesem Video, werdet ihr im nächsten Video der Torwartkarriere gegrüßt. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ist aber alles freiwillig, das will ich nur so am Rande erwähnen. Falls es jemanden gibt, der sagt, hey, ich würde dich gerne unterstützen, wie kann ich das denn machen? Ja, natürlich kostenlos durch ein Abo, durch ein Like, damit kann man mich immer unterstützen. Aber falls du dann auch vielleicht ein bisschen, ja, per Geld unterstützen willst, kannst du das natürlich gerne machen, indem du spendest. Und dafür wirst du im Gegenzug gegrüßt. Ja, das, wie gesagt, wollte ich nur gesagt haben, ist aber alles freiwillig, ist halt nur dafür gedacht, dass ich mir dann solche Sachen dann eher holen, kaufen kann, was auch immer. Ja, jetzt starten wir hier rein. Dresden kommt jetzt mit der ersten Chance. Bisher ist ja noch nicht so viel passiert, bei beiden Mannschaften nicht, auf beiden Seiten. Boah. Jawohl, wir können den Ball halten. Und jetzt einfach mal vorhauen. Ja, der kommt nicht perfekt an, scheiße. Oh, da gibt's das 1-0 für Dresden. Ah, fuck. Aber so soll es natürlich sein, dass wir auch Gegentore kassieren. Ich kann mir denken, ich weiß es nicht, wie gesagt, die Folge habe ich gerade erst aufgenommen. Die ist natürlich noch lange nicht geschnitten, rausgebracht und so, aber ich kann mir denken, dass einige mich dafür kritisiert haben, dass wir in der letzten Folge so wenig zu tun hatten. Wir hatten zwar am Ende noch ein bisschen was zu tun, aber halt wirklich wenig insgesamt gesehen. Oh, dafür haben wir den gehalten. Ich wollte irgendwas sagen, dann musste ich mich konzentrieren, dann habe ich nichts gesagt. Ja, ich bin dann ein ganz kleines Stückchen rausgekommen und habe dann irgendwie reagiert, bin irgendwie mit der Hand hingekommen. Passt, gut, gefällt mir. Paraden sind immer gut. Ja, und Tore sind scheiße. Und ich weiß, das habe ich schon so oft gesagt, dass ich kein schlechter Torwart bin, wenn es so um Bälle halten geht. Aber diese Sachen mit Kopfball und so, das sind meine Schwächen. Wollte ich gerade noch zu Ende reden, den Satz. Halten und so ist jetzt, bin ich immer besser geworden. Aber Kopfbälle kann ich einfach nicht. Ich kann die nicht halten. Es geht mir genau wie hier. Ich weiß nicht, soll ich zu dem Spieler rennen? Soll ich lieber im Tor bleiben? Jetzt bin ich zum Spieler gerannt. Hätte vielleicht lieber im Tor bleiben sollen. Er hat ihn über mich drüber geköpft. Komm, 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 komm. Probier doch was. Spiel in die Mitte, das Tor ist leer. Na, steht ein Verteidiger da. Schau es doch nicht vorbei drin. 3-1. Skater-Duell. Ja. In echt macht Fürth die Tore ja immer in der zweiten Hälfte. Oder fast immer. Darf man natürlich nicht hoffen. Auch in echt nicht, auch im Spiel nicht. Aber das war natürlich eine mega Chance. Da ist der Torwart echt auch schlecht rausgerannt. Hätte so ein Mike sein können. Ja, wobei so oder nicht dann auch nicht raus. Also es ist halt bei diesen Flankendingern bin ich so scheiße. Das kotzt mich selber an. Naja, mal gucken. Ja. Ja, in der Mitte sind ein paar Männer. In der Mitte sind ein paar Männer. Wir haben den Ball immer noch. Und er ist drin. Was macht der Torwart? Was macht der Torwart? Fürth lebt. Wir sind nicht umsonst Platz 5. Und haben nicht umsonst in den letzten zwei Spielen
9 Tore geschossen. Ja, den hat er ein bisschen krumm getroffen, aber der Torwart hat sich da ja richtig verschätzt. What the fuck? Das könnte tatsächlich ein Mike sein. Das wäre so ein richtiger Mike-Move. Keita Ruel, unser Stürmer, trifft auch mal. Macht hier 2 Tore. Ja, er hat schon ein paar getroffen, aber die in diesen 9 Toren jetzt von den letzten 2 Spielen, weiß ich nicht, hat er, glaube ich, gar keinen getroffen. Fürth hat Bock! Ausgleich! Mal eben ein 3-0 weggesteckt und 3 Treffer gemacht. Auswärts und die zweite Halbzeit. Die Dresdner Fans klatschen. What the fuck? Was war das denn? Da stehen die Dresdner Fans. Ja, starke Leistung. Ja, der Schuss war auch stark. Mega. Jetzt komm. Ey, Fürth ist so krass, ne? Was machen die? Alter, das wäre ja so krass, wenn wir das Spiel noch drehen. Wir haben nur noch 3 Minuten. 4 Minuten. Aber was ist bitte mit Fürth momentan los? Was ist mit denen? Die haben doch irgendwie gedopt oder so. Kannst du doch keinem erzählen. Oh, Alter, was denn? Ah, der Torwart hält, das kann nicht sein. Nur noch eine Minute zu spielen. Ich glaube, das wird nichts mehr, aber ein 3-3 ist natürlich trotzdem krass nach einem 3-0 Rückstand. Ja. Kann man mal applaudieren. Nur ganz kurz. Was 5-0 gegen Hamburg war natürlich deutlich besser. Ja, beide 3 Tore gemacht. Beide in einer Halbzeit. Ja, einen gefangen, einen pariert. Ist okay, aber trotzdem 3 reingelassen. 3 Flankentore. Muss ich gerade aufstoßen, sorry. Das gefällt mir nicht ganz. Hamburg spielt auch nur ein Unentschieden gegen Pauli, ebenso wie Magdeburg nur ein Unentschieden gespielt hat. Gegen wen auch immer, ich weiß es nicht. So, zu Hause gegen Regensburg, da war ich tatsächlich, war ich da auch im Stadion? Ne, da war ich nie im Stadion, da war ich letztes Jahr im Stadion, wo sie gegen Regensburg gespielt haben. Ja, mal gucken, ne? Kann ich nichts zu sagen. Wieder letzter Platz hier, gegen den wir spielen. Wäre ganz nice, wenn wir hier was reißen. Nein, ich krieg diese Dinger nie raus, ey. Das kann nicht sein. Und dann hat er auch noch Glück, dass er an den Pfosten geht. Und dreien vom Pfosten, das meine ich. Junge, wie die rumschreien, Alter. Mann, da könnte ich mich so aufregen. Ich hasse diese Scheiße. Die Gegner kommen immer über Flanken. Ja, können wir mal einen halten hier. Sehr schön. Die Bälle sind halt wirklich wesentlich einfacher für mich vor allem zu halten. Als Flanken. Auch da wieder komplett verschätzt. Gar nicht gut angestellt. Einfach nur Glück gehabt. LOL. LOL! Alter! Holy moly. Das war knapp. Da habe ich gut reagiert. Weil da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass die da einen Fehlpass spielen und der plötzlich irgendwie da vom Tor steht. Und dann zieht er auch einfach ab. Hey, was geht denn jetzt ab? Und wieder eine Flanke. Wieder eine... Ey, das kann nicht sein. Komm! Ja, muss der gegnerische Torwart jetzt auch mal hin. Jetzt kommt wieder die Flanke. Diesmal kam aber kein Abnehmer zum Glück. Alter, was ist denn mit Fürth los? Ich verstehe FIFA nicht. Wir gewinnen irgendwie mit 5-0, drehen 3-0 und dann kommen wieder solche Spiele, wo wir einfach... Ich hab nur zu tun gerade. Und diese Flankendinger kann ich halt nicht abwehren. Und deswegen haben wir auch schon 2 Tore kassiert. Die anderen Bälle, okay, da habe ich schon ein paar gehalten. Zum Glück. Oh shit, Pfosten! Das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Da habe ich richtig Schwein gehabt, dass der nicht drin ist. Jo, den haben wir. Ein Kopfball, den wir halten. Das ist ja sowas von selten. Alter, ich verstehe aber nicht, was mit Fürth. Guck dir das an. Regensburg, Platz 18. Im Dauerzugzwang zu unserem Tor, Alter. Was ist denn hier? Mach doch mal was, Fürth. Ohne Müll. Die kommen einfach jede Sekunde. Ja, fuck, ey. Das kann nicht sein ohne Müll. Zweites Spiel, wo wir mit 3-0 in Rückstand liegen zur Halbzeit.
Ich war dran, aber die einfachen, die kann ich halten. Aber die, was ein bisschen zackiger kommen, die nicht. Stellungsspiel nicht so geil. Ja, war ich überhaupt dran? Ich glaube schon, ne? Ja, war ich hier ein bisschen. Ja, Stellungsspiel nicht geil. Und dann schiebt er mir rein. Machst du nix. Gut gemacht vom Stürmer. Kann man halten, ist aber auch nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. What the fuck? LOL! Ja moin! Alter, was macht Fürth? Alter, was macht Fürth, ey? Ohne Spaß. Mein Torwart rastet schon aus in-game. Der steht 5 Meter vor meinem Tor. Das ist nicht mehr normal, ist das, was gerade abgeht. Jo, Faustabwehr mal. Gelingt uns einmal in 3 Jahren, so gefühlt. Regensburg nur am Drücker, unglaublich. Nein. Ich gehe mich echt vergraben, ohne Spaß. Wir haben ein paar echt gut gehalten. Aber gegen diese Flankendinger kann ich nichts machen. Ich kann einfach nicht, ich kann die nicht verteidigen. Es ist unnormal. Jetzt vielleicht mal die Chance. Keita Ruel. Er lässt sich da abdrängen nach außen. Haut den aber rein. Und in dem Moment geht mein Kamera-Akku aus. Wechseln Sie den Akku, steht da. 1:4. Immerhin ein bisschen Hoffnung. Die Regensburger, merkt man, sind jetzt müde. Haben ja voll den Powerfußball gemacht. Dass der reingeht, what the fuck. Aber Keita Ruel hat schon ein paar so coole Tore gemacht. Okay, das ist echt komisch. Da hat der Torwart auch schlechtes Stellungsspiel gehabt. Ich wechsle jetzt den Kamera-Akku, bis gleich. Das mit dem Kamera-Akku ist auch so eine mysteriöse Sache. Der hält einfach, der hat 3 Balken und die 3 Balken halten so ungefähr eine Stunde. Komm! Jawohl! Was für ein Doppelschlag! Fürth ist für die Doppelschläge bekannt. Sehr nice. Sehr schöner Volley. Was ein Tor. Und Fürth lebt wieder. Wir haben das 3-0 im ersten Spiel der heutigen Folge schon gedreht. Schaffen wir es, das 4-0 auch aufzuholen. Gedreht haben wir es nicht, aber aufgeholt. Das mit dem Kamera-Akku, der die 3 Balken halten. Ungefähr 30, 40, sagen wir mal eine Stunde. Yes! Ich will nicht zu laut rumschreien, aber ich könnte gerade so ausrasten. Das kann doch nicht sein. 3 Flankentore kassieren wir. 4 Flanken, 3 oder 4 Flankentore. Und dann fällt Fürth mal ein, hey, wir könnten auch mal nach vorne spielen. Und jetzt ist Regensburg müde, jetzt hauen sie richtig raus. Jedenfalls hält dieser Akku, diese 3 Balken ungefähr, sagen wir mal, eine Stunde 20. Dann zeigt er mir 2 Balken an, dann hält so 10 Minuten, dann blinkt der eine Balken, der hält dann nochmal 20 Minuten und dann ist aus. Verstehe ich nicht. Oh nein! In der Mitte rutscht jemand vorbei. In der Mitte ist jemand reingerutscht und hat den Ball fast ins Tor befördert. Hi, war das knapp. Oh, komm! Oh, verstehe ich aber nicht, das müsste doch eigentlich jeder Balken gleich viel halten. Das kann doch nicht sein, dass sie unterschiedlich viel halten. Was ist hier los? Kleeblatt! Alter, hat er eine Flugkurve gehabt. Guckt euch die Flugkurve mal an. Der dreht sich richtig raus. Die alten Spätzünder!
Was ist hier los? Ey, ohne ich verstehe FIFA nicht. Kein Kommentar. Ich verstehe FIFA nicht. Was machen die mit dem Spiel? 60 Minuten. Regensburg dauerkonstant. Richtig gut. 4 Tore gemacht. Und in 30 Minuten macht Fürth 5. Boah. Boah. Also ohne Spaß. Das waren die verrücktesten 2 Aufnahmen, die ich je gemacht habe. Solche 2 Torwartaufnahmen hatte ich noch nie. Wobei man sagen muss, dass die Fürther irgendwas geraucht haben. Irgendwas haben sie geraucht. Das ist nicht normal. Ich bedanke mich erstmal jetzt fürs Zuschauen. Ich muss da jetzt erstmal drauf klarkommen, was hier abgegangen ist. Unglaublich heftig. Okay, kein Kommentar. Das war's. Haut rein. Lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin. Ciao, ciao.